Und spin. Ja, herzlich willkommen zu Portal 2. Hallo! Tiffy ist auch dabei, denn ja, heute. Immer. Ja, heute hast du nochmal einen anderen Grund. Ja, möchtest du das oder nicht? Sag du ruhig. Ich habe dem lieben Simua 2 Community-Testkammern gebaut, durch die er gleich spielen, also die er gleich testen darf. Und ja, diese wird es auch. Die könnt ihr auch selbst spielen, wenn ihr wollt. Einfach nach Simua suchen im Workshop. Genau, die werden veröffentlicht. Ja, und dann einfach werdet ihr die finden. Und da es mir nicht veröffentlicht ist, muss ich jetzt mal kurz wegschauen, Tony. Du kannst starten. Das erste Level ist starten, denn ihr werdet jetzt sehen, warum. Denn wenn wir jetzt da normal reingehen, sieht man, also man muss über den Editor reingehen und dann sieht man natürlich den Aufbau des Levels. Und das will ich jetzt im Vorhinein nicht so sehen. Und ja. Ja, vorher lese ich mal kurz die Beschreibung vor. Ja. Wo leider auch ein Bild bei ist, deswegen wenn du mich schauen darfst. Und zwar das Level Trauschau was. Nicht Trauschau wem, denn wem sollte man hier nicht trauen? Mit Misstrauen entgegnet man doch eher den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Denn nicht alle führen unbedingt zum Ziel. Oh Gott. Das klingt mir schon toll. Klingt mir so einen typischen tödlichen Level, wollte ich sagen. Und nachher nach einem tödlichen Level. Immer noch nicht. Dass du so lange die Augen zudecken musst. Tja, ja. Und die Vögel da hinten, bitte etwas leise. Die sind gut drauf. Tja. Ja. Okay, gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Wollen wir das mal, genau. Was haben wir denn hier? Hier gibt es Lichtbrücken, Laser, Sprungdinger, Umlenkungswürfel. Die sollte man nicht berühren, die Laserfelder, Turrets, Jauche, was auch immer. Ja. Und ein paar Kuben, die wir dann. Der einen, den wir dann da reinfüllen. Kuben, ja. Okay. Wir befinden uns hier, ne? Im schicken Raum. Okay, jetzt erstmal umschauen. Ich habe gestern das erste Mal nach längerer Zeit überhaupt wieder Portal gespielt. Von daher muss ich mich überhaupt erstmal reinfinden. Okay, also ich würde sagen, ich sichere mir erstmal den Umlenkungswürfel hier. Lass mir den. Und platziere den hier. So. Ich sag jetzt auch nichts mehr generell. Okay, dann könnte ich da manche Schüsse erstmal gucken. Also. Was? Ich kann rennen? Nee, aber ich kann nicht rennen. Okay. Ja, falls ihr es nicht wisst, es gibt einen Bug, der hier ermöglicht, hier ein Portal zu schießen. Den mache ich jetzt mal. Da muss man auf die äußerste genau. Karte des Portals. Guck mal, was passiert, wenn wir das drücken. Moment. Ach, was? Moment. Nee, ne? Bin ich gestattet? Du bist eingesperrt, aber falls du gut in Chat run bist. Dann? Ach, geht da zurück, okay. Also Jump Run in Portal habe ich noch nie probiert. Aber es gibt auch nicht viele Optionen außer laufen und dann im richtigen Moment springen. Das habe ich mir gedacht. Moment, was ist hier? Ach, Moment, jetzt vergessen wir was. Ja. Super, okay. Also das war schon mal nicht der richtige Weg, den ich hier gegangen bin. Habe ich mir auch irgendwie schon gedacht. Das war irgendwie der Part vom Level, woran ich am längsten gearbeitet habe, weil ich so viele Ideen hatte, die nicht funktioniert haben und das dann okay, also streichen musste. Da böse. Da wollen wir halt nicht mehr hin. Dann bleiben wir hier. Ich gucke erstmal die Plattform aus, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wohin die führt. Ich gerade wirklich. Ja. Zu dem Katapult noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber auf der anderen Seite gibt es so ein Zielzeichen für die Plattform. Ja. Dass man denken soll, dass die zweite Plattform dorthin führt, aber
Ja, eigentlich ist das ein Trampolin, das eigentlich wert ist in einem 1x1x1 Raum. Ja, du. Nun kann ich hier. Ich mach jetzt erstmal hier den Würfel auf das Ding. Auch wenn man eigentlich. Also wenn der Würfel wahrscheinlich noch anderweitig gebraucht wird, werde ich es einmal machen. Hallo. Merci. Dann hier unten. Versuch mal klug. Ich will auch mal. Okay, das bringt mir nichts. Gut, dann. Ja, dann werde ich auf jeden Fall den jetzt mitnehmen und mal nach drüben wandern. Bin mal gespannt. Also, er hat mir ja schon angedroht, dass es Trolls beinhalten könnte. Moment, was macht das hier? Das. Noch nichts anderes, hoffentlich. Auf Zeit, shit, okay. Was passiert? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Was passiert? Also es sollte nicht passieren, habe ich recht? Nein, es sollte weg sein und du solltest in die Augen fallen. Ganz weg bleiben auch? Ja. Du bleibst nicht schon hier. Dann wollen wir da mal schauen, was passiert, wenn ich das hier mache. Also, der ist böse, gut. Da kann man überhaupt noch irgendetwas? Ich weiß nicht, soll das hier aufgehen oder? Soll ich einfach mal neu starten? Ah, nee. Es funktioniert alles perfekt. Bis auf das mit der Lichtsprache. Okay. Muss ich aber allerdings jetzt erstmal überlegen. Was hier oben ist. Achso. Okay. Ah, Moment, da ist ja auch noch. Oh Gott. Ich hab so vieles noch gar nicht in diesem Raum beachtet. Um ehrlich zu sein. Komm ich überhaupt nicht rein? Also, ich hab ehrlich gesagt gerade irgendwie den Tunnelblick gehabt. Okay. Okay. Simur, jetzt scharf nachdenken. Aber das Ganze von einem anderen einer anderen Perspektive betrachten, dann ist es vielleicht einfacher. Ich denke nicht schon. Nämlich, wie das funktioniert, dieser Schalter, ist eigentlich, er führt halt zu diesem. Was das jetzt war, weiß ich auch nicht. Irgendwie buggt das gerade alles. Panel da, das sich umkriegt. Und in einem versteckten Raum betätigt ist ein Würfeldings, das, wo der Würfel direkt auf den Schalter fällt. Das ist ja nicht ganz draufgefallen, nur kurz drauf und dann daneben. Normalerweise sollte das nicht funktionieren. Nämlich hätte ich das jetzt mit der Lichtbrücke gekoppelt, so, hätte man das ja sofort gesehen. Ich bin schlau, warte, hier ist auch noch ein paar Talflasche. Was bringt die mir? Mal gucken. Nicht durchgehen, einfach nur mal gucken. Tiefer geht das? Ja. Bin ich blind? Höchstwahrscheinlich. Oben schauen ist gar nicht richtig. Ja, weil hier ist ja noch. Moment, was haben wir hier? Och nö. Okay. Nein! Ich weiß, ich hab gesagt, ich sag nichts mehr für den Rest des Levels, aber. Ja. Ja, wir wollen aber jetzt nicht hier stundenlang rum hören. Okay. Ja, nee. Das bedeutet. Und hätte es früher oder später in. Nicht allzu kurze Zeit noch entdeckt. Ich meine, ich habe da ja nur extra Lichtstreifen hin platziert, damit man da hoch schaut. Das war's nicht, ne? Nee, das war wahrscheinlich der Würfelschalter. Und deswegen hole ich gerade den hier wieder zurück.
Ja, sorry, dass es gerade ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich gedacht hätte. Gut, das ist auch das, sagen wir, das schwierigere Level von den beiden. Okay. Wenn man es nicht kennt. Aber ich weiß ja nicht, wie war... Boah, was ist denn da los? Meine Güte. Also wie war das? Wenn man hier seine Wangen dran reibt, dann brennt das Haar, oder wie? Ja, fängt das Haar an zu brennen. Aber es fühlt sich an, als hätte man das Sonnenlicht im Gesicht. Das würde es an ins Gesicht fallen. Ja, immerhin, ne? Okay. Ich bin gespannt, was da oben auf uns wartet. Einmal durchschauen, vorsichtig. Moment, ich verstehe da irgendwie nicht ganz, was Sache ist. Okay, das war doch kein Glas. Ich wollte schon sagen, das sah nämlich so wie Glas aus, aber... Da hätte ich nicht durchschießen können. Okay, jetzt bin ich hier. Ernsthaft? So, an meinen Würfel ran. Also entweder ich bin gerade wirklich so doof oder. Ja. Bin ich das? Ich übersehe wahrscheinlich einfach das Grundlegendste. Ja. Das hat mein Portal 1 in einer der ersten Kammern gelernt, dieses Prinzip. Hat man? Portal. Ach! Okay, das Portal, ey. Oh. Ja, du hast das Portal, genau. Ich wusste nicht, dass man so von der Wand abbauen. Kann man. Okay. Ja. Ja, wenn du das Portal da hast. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, macht nichts. Kann immer leid sein. Macht euch nichts. Sind mal deine Vögel. Ach, jetzt kann ich hier auch lang gehen. Ja. Okay. Das war ein bisschen vage, aber... Moment. War das das? Ja, das war das. Okay, das scheint richtiger zu sein. Ah, okay. Das kann schon klappen. Boah, bei den Turns erschrecke ich mich jedes Mal, wenn die auf einmal mich anstarren. Okay. Ich habe es hoffentlich. Und spam. Oh, Simba, bravo. Nicht so ruckartig. Okay. So, weißt du ja jetzt. Bist du schlauer? Ja. So, das haben wir. Ich muss erst mal überlegen, wo jetzt der Würfel runterkommt. Okay, jetzt einmal im Speedrun eben das. Okay, bei der Dummheit macht es jetzt wirklich nochmal alles viel länger als nötig, aber macht ja nichts. Weiß ich ja, was Sache ist. Und kann schneller machen. Lalalala. Heute naja. Karneval. Genau. So. Sonntag halt. Sonntag. Karneval Sonntag oder wie man das nennen mag. Wie man das offiziell heißt. Simba. Super, springen wir einfach mal. Und. Nicht die Shirts. Nee, das hier. So. Das sollte ich schaffen. Oder? Keine Ahnung. Okay. So, jetzt haben wir hier. So was ist nur noch nicht passiert. Ich kann das so. Wenn du das Portal tiefer setzt, kannst du vielleicht auch ein bisschen. Ja. Vorsichtig natürlich. Okay. Genau. Am besten nicht spammen, sondern dann, wenn es kommt. Und nach oben schauen. Und nicht bewegen, sondern einfach auch nicht so weit nach oben. Das ist zu weit weg, ne? Nicht so schwer. Zu spät.
endlich. Das ist doch nicht so schön. Ja. Solltet ihr nicht mal in anderen Spielen mit Timing erleben? Vielleicht soll ich mal beobachten, was passiert. Da oben ist also... Wahrscheinlich habt ihr alles schon früher durchblickt als ich. Ich schon. Ah, ich kann es ja auch, ne? Ich hab's schon früher. Was du nicht sagst. Das ist ja... ein Wunder. Oh, jetzt können wir nämlich hier ganz hoch und jetzt können wir wahrscheinlich eine Plattform nehmen und dann besuchen wir das hier. Und dann da hoch. Und hier nochmal. Übrigens, okay, das war's. Was den Einschalter vor dem Glasdings angeht. Oh. Ja. Das Glasdings fährt hoch und du kommst nicht vorbei, wenn der runde Schalter und dieser Knopf gleichzeitig gedrückt sind. Gucken wir das mal kurz an, oder? Ja, wir können uns das dann nochmal anschauen. Ja. Schau mal, dann habe ich zum Beispiel hier ein verstecktes, was man nicht erreichen kann, ein verstecktes Katapult, damit ich hier diesen Punkt haben kann, damit man denkt, dass man dort hinkommt. Na gut, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt bitten, das nächste Level Glas zu starten. Ich mache aber kurz Licht an und dann. So, dann darfst du natürlich wieder nicht schauen und ich lese vor. Ich bleibe einfach mal hinterm Bildschirm, dann kann ich reden, ihr solltet mich gut hören und ich kann sehen. Turtleys Test Nummer 2. Kubus für einen Tag. Okay. Tja, wo sind wir denn hier hineingeraten? In einen Würfelschacht? Ich schätze, wir müssen uns nun durch den Schacht den Weg ins Freie bahnen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, oh Gott, Simmer, oh Gott. Ein Schacht, das Weg ins Freie bahnen. Okay, Simmer. Ich kann mal wieder rumlaufen und dann bin ich auch hier. Okay. Ja. Das gibbelt hier alles. Ja. Also ein bisschen anders aufgebaut als bisher. Ja. Okay. Du bleibst bei mir, Kubus, danke. Ja, was man nicht machen sollte, ist statt Springen auf die Windows-Taste zu drücken. Vor allem, weil sich dann die Aufnahme beendet. Genau. Und das war nämlich genau das Problem. Jetzt gucke ich, also das ist die Taste. Und hier sind wir wieder und alles kein Problem. So, den Sprung haben wir gemeistert. Aber wahrscheinlich kein Problem. Ich schreck mich dann allein bei dem Ton. Okay, wir haben ja unseren Kubus und der hilft uns. Der steht uns zur Seite. Ja. Schau mal nach links. Vielleicht willst du auch mal anders hinschauen. Ja, also hier sieht es ja auch ganz nett aus, aber damit kann ich leider nicht lang. Das heißt, unser Kubus steht uns zur Seite. Wenn ich ihn mal gerade packen möchte, wäre vielleicht besser. Ja. Sag schon so. Hallo. So. Ja, du darfst ihn schon nicht gegen die Wand schieben. Tschüss mit dir, O-Turret. Boah, ist das hier was dunkel. Ja, was denkst du denn von einem Würfelschlag? Nö. Nein, die sind gleich kaputt. Tschüss. Hier muss man echt aufpassen, wo man lang geht. Ich muss mal woanders nachher, das sieht irgendwie tödlich aus. Ja,
Muss ich ja dann schon. Nur ein bisschen ängstlich. Ach, Moment. Okay. Was ist das hier? Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Achso, warte. Achso. Hier geht's wieder. Das kann ich mir gut erkennen hier. Moment, dann. Kommt mal so lang. Ich nack und wieder hoch. Das ist wahrscheinlich auch nicht angedacht, nehme ich an. Nein, das ist nicht. Und das wollen Sie sagen. War hier beim Turret noch irgendwas? Boah, ist so dunkel hier. Hier ist auch nix. Ich hoffe, ihr seht genug, sonst müssen wir irgendwie noch nach der Kelle machen. Der geht ja nicht kaputt, ne? Ist hinter irgendwas? Viel weiter kann, rein kann ich noch nicht machen. Okay, dann geht es mal weiter. Ja. Mach mal weiter. Okay, also hier wissen wir das und hier. Ich könnte natürlich versuchen, einen Würfel, aber ich komme jetzt ohne den Würfel nicht hier hin. Das könnte ich in der Rand schubsen, weißt du? Was ich meine. Moment, hä? Warte, ich bin jetzt hier. Ah. Okay. Ja. Ich dachte, das wäre einfacher zu verstehen, aber nee. Ist es wahrscheinlich auch, aber ich bin aktuell ein bisschen am Lernen und bin. Also ich will mich nicht mich entschuldigen für irgendwas, aber ich bin gerade irgendwie durch den Wind. Merkt man ja selbst das Boot. Das soll. Moment. Ich schwimme wieder mit. Ich geh mal durch. Hey. Nein! Okay, nochmal. Zweiter Versuch. Denn wir wollen ihn dann ablegen. Irgendwie. Vielleicht komme ich ja noch anders hoch. Ich gucke erstmal. Jo, okay. Boah, oder? Ah! Was ist hier? Also, das war nur meine Sicht von ihm wahrscheinlich. Tja, ich dachte eigentlich, ich komme dann hier rum, aber ich muss wahrscheinlich doch mit dem Speedy Things Come In. Speedy Things Come Out im Prinzip machen. Go in, go out. Lass uns einfach mal früher fallen. Dann musst du deine Maus auch ein bisschen so bewegen, dass du den Würfel drauf schiebst. Drauflegst halt. Ich suchte dich schon. Simon, ja. Geh mal durch. Normal? Egal wie. Hauptsache du kommst wieder zurück. Das Portal doch mal so zu setzen, dass du besser drauf kommst. Besser das dort. Achso, ich sollte erstmal den Würfel mitnehmen, ne? Nee. Auch nicht auf der Seite hier. Achso, hier? Oder was? Simmer, geh durchs Portal. Versuch ich ja die ganze Zeit. Und so, jetzt setz endlich. Das Portal besser hin, dass du auch besser durchkommst. So. Warte mal, ich mach vielleicht so, vielleicht sogar. So rum. Wo ist der Boden? Und dann eher so rum. Das ist der Boden nämlich da. So. Ich hab versucht, still zu bleiben. Bei mir ist das nicht einfach.
Oder ich bin einfach auch nur ungeduldig. Kann auch sein. Komm ich sogar mit drauf. Kein Leck bitte. Ah, okay. Okay. Lol. Ja, Jumpman, weder in Minecraft noch in Portal. Wie weit geht der? Okay. Weit. Oh Gott, ey. Das hätte niemals so lang sein müssen, das Video. Mal gucken, was hier kommt. Ah, okay. Also sagen wir so, an sich ist es weniger eine schwierige als eine spaßige Testkammer. Ja, vor allem irgendwie, wenn man sich doof anstellt, ist es glaube ich noch spaßiger. Nee, weil ich wollte wirklich mal darstellen, den Würfelschach. Wenn man irgendwann vergessen hat, den Würfel, dann hat man Pech gehabt, nicht wahr? Ey, das sieht gut aus. Mit dem, wenn das zu lang gezogen ist, dann ist das so Nebel. Das ist schön. Ich habe ursprünglich am Anfang geplant, aber da sammeln die ja auch nicht. Der Würfel ist das Einzige, was wir noch haben. Boah. Ach. Oh, ist das cool. Das ist ja die Tür, aber was ist das hier? Soll den Eingang darstellen, der Kammer. Ah, okay. Ja, aber da ich den natürlich verwenden musste dafür, ja, dass man als Würfel hineinkommt. Oh ne, also ich finde die Idee prima. Ja, wir können uns das jetzt nochmal im Editor anschauen, boah, weil da ist etwas verzickter. Also hier fällt man so lang runter. Geht's dann erstmal lang. Hier kann man den ersten Weg in den Raum kommen. Den Turret ummieten. Dann das kleine Rätsel, an dem du sehr lange gehangen hast. Ich stell mir gerade so eine Testkammer vor, wo kein Würfel kommt, weil er vom Turret erschossen wurde. Was? Ich stell mir gerade so eine Kammer vor, wo kein Würfel rauskommt, obwohl einer kommen sollte, nur weil ein Turret den Würfel erschossen hat auf dem Weg. Ja, in die Kammer. Ja, Turrets können keine Würfel erschießen. Hier zweite Blick rein. Hier die Absicherung, dass man nur mit Würfel weiterkommt. Das ist echt schlau. Hier, dass man einfach nur das Portal reinschießt und dann da rauskommt und so weiter und so fort. Hier, dass man den Würfel mitnehmen kann. Hier, dass man ihn mitgenommen haben muss. Und dann der lange Gang, wo man überhaupt nichts mehr gesehen hat eigentlich. Und bei dem... Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendwas fast kommt oder so. Und dann hier halt, habe ich gemacht, habe ich gebaut, wo ist das denn? Hier ist ein, Schalter, der mit diesem Würfelschacht verbunden ist, damit ja nicht, kein Würfel rausspuckt. Damit es so aussieht, als würde man selbst als Würfelschacht rauskommen. Das ist schön. Als Würfel. Und hier halt. Ja, hier habe ich halt gemacht, dass der Eingang versperrt ist. Weil der Eingang muss ja hier für den Spieler verwendet werden. Ja, das ist ja super. Auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe es irgendwie. Wie hat es mit dem Würfelschacht? Du hast es zwar vorgelesen, ich habe auch was mit Schacht, aber ich habe gar nicht mehr einen Würfelschacht. Und dann hast du irgendwann gesagt, ja, okay, schlau, das macht jetzt noch mehr Sinn. Und deswegen ist es auch ein echt schönes Level und das andere natürlich auch. Ja, und beide könnt ihr selbst ausprobieren. Genau. Einfach. Sorry. dann, ja, sind wir jetzt auch schon lang genug hier dran. Und nein, das Video startet nicht neu, also ihr könnt neu starten, aber jetzt ist es vorbei. Ja, also, falls ihr mehr von den Testkammern, die ich für Simula mache, sehen wollt. Oder auch mal allgemein Testkammern aus dem Workshop. Dann, ja. Kommentare. Ja, wie gesagt, ich hatte am Anfang gar keine Lichter. Dann hatte ich das, aber selbst dann sah man die auch überhaupt nicht. Also habe ich einfach gemacht, dass hier Lichtstreifen davor und danach sind.
Ja gut, bevor es jetzt zu lang wird, würde ich sagen, wir sehen uns übrigens den Cherish kann man auch einfach so beim nächsten Video. Der Cherish hat auch Tschüss. Bye. Tschüss.